Ja, aber da sagen ja viele Leute, ihr macht irgendwie bloß Leitschallung mit eurer Panikmacherei und was weiß ich. Ja, das wäre ja alles nach Recht und Regel und ja. Aber wenn man sich das sagt, weißt du, was mich halt auch ein bisschen schockt, wie die Pschisser sind. Ja. Und das kommt uns irgendwie echt bekannt vor, ja? Ob zwar vielleicht auf einem anderen Thema, ja? Aber Ja. es zieht sich doch wie ein roter Faden inzwischen, habe ich das Gefühl, durch unsere gescheite Leute, die an eine wichtige Position hocken. Man sage mal echt auf Schwäbisch, dass das alles Drecksäcke sind. Ja. Ja, gut. Wenn ich das gesehen habe, wie die beschissen haben, und dann sollen Heizlüfter, weil Österreich, die waren Miteigentümer von dem Ding. Ja? Wollen ja selber. Ja. Österreich selber. Ja, und haben sich selber die Genehmigung erteilt. Das muss doch zum Zergang lassen. Das kommt mir vor wie beim Kobe. Nein, das geht noch viel besser. Wo die Schlussphase war, na, der Chef von der Verkehrsministerium eine sogenannte Expertengruppe gebildet. Ja. Und er war in der sogenannten internationalen Seilbahnorganisation, war er Sorser der Präsident. Und sein Mitarbeiter vom Verkehrsministerium war zufälligerweise der Stellvertreter. Jetzt hat die Expertenkommission haben dann diskutiert, wie sie im Prinzip die Schuld von sich bringen. Und das Ganze wurde dann in der französischen Schweiz dokumentiert und da waren sie die Präsidenten und der Stellvertreter. Und in der gerichtlichen Übersetzung ins Deutsche waren sie nur noch Schriftführer. Was ja, du von Österreich in Deutsch übersetzen? Das Französische hätten sie halt nicht verstanden. Französisch kennen sie nicht. Aber seit wie? In Österreich schwätzt man Deutsch, oder? Ja, jetzt kommt darauf an, in welchem Bereich man ist. Manchmal kommt auch ein bisschen der Balkan rein. Oh, mein lieber Schmidt.